Leute, willkommen zu einer neuen Folge hier von Keyforce. So, wie ihr seht, gute Aufgaben, kriege ich hin, müsste möglich sein und eigentlich relativ easy. Machen wir. Gruppenkeile, genau. Für die Aufgaben ganz, oder kein Problem. Hier sieht man auch, eigentlich 3 Level nur noch, die ich machen. Ne, 4 Level. Entschuldigung, 4 Level, die ich machen muss. Und dann sind wir hier schon bei 100. So, dann gucken wir mal kurz. Wir schnell noch ein Senti. Ja. Ah. Aber sonst hoffe ich natürlich euch jetzt gut. Haltet euch an die Regeln. Ich habe heute einen Test gemacht. Zwangsläufig muss ich einen Test machen. Ich kann es mal so sagen, es ist nicht so schlimm, aber wahrscheinlich habt ihr auch gemacht, aber es ist so unangenehm. Was ist mit dir los? Hilfe! Hilf der Person doch mal! Oh mein Gott, Alter. Nee, es ist wirklich nicht schlimm. Es ist äußerst unangenehm. Ich, für meinen Teil, wenn es freiwillig ist, ist es aber meine Meinung, das macht jeder so, wie er will. Das kann ich doch selber, weiß ich doch. Da hinten. Ich mach den Test, wenn es freiwillig. Wenn er freiwillig ist. Oh, ein bisschen weiter weg hier. Sonst hätte ich jetzt so. Ja. Wenn er freiwillig ist, mache ich ihn nicht. Ganz einfach. Er ist so unangenehm und. Ich hab so wenig soziale Kontakte. Ich zock eigentlich nur und. Da kann ich mir den Virus eigentlich kaum ein mehr schon hier so. Ja, ist unwahrscheinlich, sau unwahrscheinlich, dass ich da irgendwas bekomme, aber das ist natürlich jeder wie er möchte. Ich für meinen Teil sag, nee, Leute, ich halte mich an alles und da habe ich jetzt nichts, wo ich sagen muss, jo, irgendwie ja. Deswegen. Ihr könnt natürlich für euch entscheiden, das ist euer Ding. Da will ich euch natürlich nicht mit reinwählen. Ich muss mal gerade gucken, dass ich genau, genau mein Zeug bekomme. Freue mich. Jetzt nach Weeping. Weeping, da gibt es ein Lagerfeuer. Und 3 Gegner eliminieren ist eigentlich ganz easy. Ich, nee, also glaub Level 90 will ich jetzt hier nicht. Das ist sau unwahrscheinlich. So meine Prognose. Ich will jetzt nur zu einem Truck. Und da ist schon einer. Radio aus, ich liebe es. Sie wissen direkt. Was auch noch ansteht, habe ich mit Louis gesprochen. Hab das mit ihm ein bisschen CSGO gespielt so. War ganz geil. Und zwar. Wie war das? Ich vergiss es hieß am Ende mit Gambling so. Das will Louis machen, so ein bisschen. Mit CSGO-Items. Traden in dem Sinn. Er hat auch richtig guten Stuff. Er hat jetzt auch einen neuen YouTube-Kanal so, damit er dann da neu anfangen kann, wo ich ihn wirklich unterstützen möchte so. Und ja. Ach Leute, 200 Holz, ich hasse es. Und jedenfalls, das macht er so und ich hätte auch ein bisschen mich reinschnuppern, ob ich es mache, keine Ahnung. Aber nur, dass ihr so mal ein bisschen was wisst. So technisch. Gut. Noch einmal anfangen. Obwohl es könnte sein, dass es geht. Ja. Jetzt gute Waffen holen. Ich habe ja schon 2 von 3. Ach Mann, Leute. Was ein Virus heutzutage machen kann. Das bringt mir auch, das hat mir so die Nase noch so zum Laufen gebracht danach, was nicht so schlimm war unbedingt. Aber es hat echt, es war nervig, muss man sagen.
Und der Rat hat so gemeint, so, ob man da ein gutes Gefühl danach hat, sicheres Gefühl. Und muss ich sagen, nee, das ist so. Man macht's aus, weil man es machen muss so. Andere machen es halt, weil sie es wollen. Ja, ich verurteile dir ja niemand, deswegen. Aber ich habe schon von Schülern gehört in meiner Schule, dass dieser Lehrer, wenn er mitbekommt, dass man die Tests nicht freiwillig macht, und zwar gar nicht so, dass er dann ein bisschen da mehr oder weniger schon fragt, warum. Und das, meiner Meinung, ist eine sehr wohlberechtigte Frage, aber als Lehrer sollte man vielleicht auch den Schüler dahinter verstehen, der sich denkt, mein Gott, ich will doch nur lernen. Keine Ahnung, es ist schwierig, so über das Thema so zu reden, weil ich habe keine, ich sag jetzt mal, Meinung, wo man, wo jetzt, keine Ahnung, auf gut Deutsch, man soll meine Meinung jetzt nicht Denker nutzen oder so. Ist halt schwierig so, weil es ist halt irgendwie freiwillig, aber dann halt doch nicht, und da muss und das ganze System, und das ist schwierig. Ich komme da heutzutage echt nicht mehr hinterher zu kapieren, um was es überhaupt letztendlich geht. Und das ist schon blöd, wenn man so ohne, ich sag jetzt mal, Wissen da reinkommt. Ich meine, für uns ist alles, also neu ist es nicht mehr ein Jahr schon, also. Ja. Es ist schwierig, um das Thema zu reden, so konzentrieren und so. Wie gesagt, es ist halt so, ja. Jeder zu seiner Meinung machen, da bin ich auch gar nicht dagegen, wenn jemand anderes sagt, ey Leute, der Typ, der schreibt Scheiße. Oder der schreibt, der sagt Scheiße dann. Oder er, Scheiße ist blöd. Er sagt Sachen, die einfach nicht Sinn machen oder so. Dann ist okay. Verstehe ich oder versuche ich zu verstehen. Ist halt, jeder hat so seine Sicht zu so Aktionen und zu solchen Sachen. Ich meine, die Querdenker, oder halt, ich bin kein Querdenker. Die Leute sollen halt ihre Meinung dazu machen. Und das Problem, was ich auch sehe, ist diese Querdenker-Geschichte. Man muss immer Angst haben, Querdenker genannt zu werden, egal welche Meinung man vertritt. Und das ist meiner Meinung nach auch extremst ekelhaft. Da greifen Leute andere Leute an, nur wegen ihrer Meinung. Und das geht halt so, weißt du, Querdenker ist halt schon wieder eine Beleidigung. Wenn man bestimmte Parteien als Querdenker, zwar markiert so, oder halt sagt, ja, das sind halt irgendwie. Das hat keinen Sinn gemacht, da war nirgends was. Dann sag ich, okay. Aber das heißt auch nicht, dass die Parteimitglieder so sind. Das heißt auch nicht unbedingt gleich, dass die Politiker, die in dieser Partei vertreten sind, auch so denken. Es sind auch nur Menschen. Und die wollen auch nur die wollen auch nur, dass diese Pandemie vorbei ist, weil, Leute, niemand von uns will, dass sie noch weitergeht. Das ist, oder halt, also Leute, die dadurch Geschäfte machen. Was ich jetzt natürlich auch nicht sagen möchte, dass da Leute gibt, die das absichtlich irgendwie mal versuchen, keine Ahnung, in so eine Messliche zu ziehen oder sich freuen. Aber wie auch immer. Ich habe genug geredet. Ich rede echt viel um solche Themen, weil das macht mich natürlich selber ein bisschen, nervt mich das, wenn es kommen echt viele Leute manchmal so im Leben. Da kriegt man auch vieles mit so. Und das sind auch die Lehrer so. Ich denke, wenn die das hören, dann denken sie kleine Leute ab. Ja. Gut, 1 von 3. Finde ich gut. Da kommt einer. Ach komm, Alter. Leute! Ach, Jesus Christ, was geht mit dir ab?
Capcom Club Assist, weil der jetzt tot ist. Oder auch nicht, okay. Aber ich weiß, dass da ein paar sind. Kann ich mir ein paar Kills holen. Das ist gut. That's very good. Aha. Komm her. Ich weiß doch, dass du da bist. Ich hab ihn gerade eben da gesehen. Gut, 2 von 3. Nein, ich will noch. Okay. Plus 3? Oh, okay. Noch einer muss es sein. Ach komm. Noch ein einziger. So richtig schön. Oh. Nichts Großes. Ah, ich grenze wahrscheinlich sehr an den nächsten Level. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Weil, Leute, die Season, die packe ich nicht. 11 Level, das ist ganz schlimm. Das kriege ich nicht mehr in der Zeit, in den paar Wochen noch. Nee, also das ist kein Problem. Und da regt mich sowas nicht auf. Wenn jetzt die Season echt Arsch ist. Aber halt, so arschlange dauert. Leid für meinen Ausdruck, aber das muss so zu sein. dann, ja, schwierig. Keine Ahnung, da muss ich direkt hin. Das soll nicht alles sein. Also. Komm her. Na komm. Okay. Doch Level 90. Ach, ich hab noch was. Ah, lol. Das finde ich ja gut. Ja, dann können wir jetzt noch ein bisschen spielen, ein bisschen das Spiel genießen. Ach, come on. Come on, ey. Hey, ist aber so ist gut, wenn immer schön Level so rauskommt. Weil das nächste, also morgen, wenn ich alle 3 schaffen würde, wenn sie natürlich so gut sind, dann schwierig, dann werde ich wahrscheinlich kein Level ziehen. Also jetzt sind es nur noch 3 Level. Leute, was macht der? Okay, danke. What the? Junge, was ist denn das für ein? Komm her. Gut, tschüss. Damit kann uns da schon nicht mehr. Ach, come on, Alter. Nee, ich glaube, ich beende hier das Video irgendwie Ich habe irgendwie gerade auf gut Deutsch keine Lust auf die Leute so. Ich habe die Aufgaben gekriegt. Kannst du mir hier kurz den Roller rausnehmen? Ich hoffe natürlich, hat das Video gefallen. Like, Dominik, Kommentar. Wir sehen uns dann mit morgen. Banane, yo. Kurz mal. Spinschau. Genau, wir sehen uns morgen. Also, tschüss.